Die bevorstehende Hochzeit von Theodora von Griechenland, die am 28. September in der Kathedrale Mariae Verkündigung in Athen stattfinden wird, ist nicht nur ein bedeutendes Ereignis für sie persönlich, sondern auch im weiteren Kontext des königlichen Erbes und der Tradition. Bevor wir uns den Details von Theodoras Privatleben und Hochzeitsplänen widmen, ist es wichtig, die Geschichte von Königin Gannemarie von Griechenland zu rekapitulieren, da die Parallelen zwischen ihren Leben bemerkenswert sind und die fortdauernde Bedeutung königlicher Traditionen, selbst in einem modernen Kontext, verdeutlichen. Im Jahr 1963 machte die dänische Königsfamilie eine öffentliche Ankündigung, die das Interesse von Royalisten in ganz Europa weckte. Die Verlobung von Prinzessin Gannemarie, der jüngsten Tochter von König Frederik IX. Von Dänemark, mit Prinz Konstantin von Griechenland, dem Thronfolger Griechenlands. Diese Verlobung markierte eine bedeutende Verbindung zwischen zwei der ältesten Königshäuser Europas. Das Paar traf sich erstmals 1959 während eines Staatsbesuchs der griechischen Königsfamilie in Dänemark. Ihre Beziehung vertiefte sich jedoch erst 1962 auf der Hochzeit von Don Juan Carlos von Spanien und Donna Sofia, bei der Prinzessin Gannemarie eine der Brautjungfern war. Die Verlobung wurde im folgenden Jahr offiziell bekannt gegeben, und König Paul von Griechenland war stolz darauf, an der offiziellen Bekanntgabe teilzunehmen. Leider erlebte er die Hochzeit seines Sohnes nicht mehr. Im März 1964 verstarb König Paul nach einer Operation, wodurch Konstantin zum neuen König von Griechenland wurde. In der Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit widmete sich Prinzessin Gannemarie dem Studium der Kinderpflege in Kopenhagen. Der plötzliche Tod von König Paul bedeutete jedoch, dass die Hochzeit, die ursprünglich für 1965 geplant war, verschoben werden musste. Hinzu kam, dass Gannemarie erst 17 Jahre alt war und bis zu ihrem 18. Geburtstag am 30. August 1964 warten musste. Konstantin, der gerade den Thron bestiegen hatte, regierte mehrere Monate allein, bis ihre Hochzeit am 18. September 1964 stattfand. Die prächtige Hochzeit fand in der Kathedrale Mariae Verkündigung in Athen statt und versammelte etwa 1200 Gäste, darunter viele europäische Royals. Zu den Brautjungfern gehörten prominente Persönlichkeiten wie Prinzessin Irene von Griechenland, Prinzessin Anne von England, Prinzessin Christina von Schweden und andere, was ein Zusammentreffen der europäischen Königselite darstellte. Nun, 60 Jahre später, steht die Hochzeit von Prinzessin Theodora von Griechenland ebenfalls vor der Tür, wenn auch unter anderen Umständen. Auch wenn Griechenland keine Monarchie mehr ist, pflegt die Königsfamilie weiterhin enge Beziehungen zu anderen europäischen Königshäusern, insbesondere den spanischen, dänischen und britischen Familien. Theodoras Weg unterscheidet sich jedoch deutlich von dem ihrer Mutter. In einer moderneren Welt hat Theodora Entscheidungen getroffen, die eine neue Ära für das Königshaus widerspiegeln, eine Ära, in der die Verpflichtungen des Palastlebens nicht mehr das gesamte Dasein eines Royals bestimmen. Ihre Eltern, der ehemalige König Konstantin und Königin Gannemarie, mussten lernen, diesen Wandel zu akzeptieren, indem sie das Erbe ihrer Familie bewahrten und gleichzeitig erkannten, dass ihre Kinder ihren eigenen Weg in einer Welt finden mussten, in der Monarchien kaum noch politische Macht besitzen. Theodora, die vierte Tochter des letzten Königs von Griechenland, hatte einige der bedeutendsten Royals Europas als Taufpaten, darunter Königin Elisabeth, ihre Tante Königin Margrethe von Dänemark, Alexander von Jugoslawien und Michael von Rumänien. Trotz dieser illustren Verbindungen wuchs Theodora in einer moderneren Umgebung auf, hauptsächlich in London,
wo sie das Hellenic College und die Woldingham School besuchte. Nach einem Gap Year setzte sie ihre Ausbildung in Australien am St. Philip's College fort und folgte damit einem Weg, der vielen jungen Menschen aus wohlhabenden Familien, nicht nur Royals, bekannt ist. Ihre Leidenschaft für die Künste führte sie dazu, Theater an der Brown University in Rhode Island zu studieren, wo sie den University Fine Art Award erhielt, ein deutliches Zeichen dafür, dass sie es ernst meinte mit einer Karriere in der Kreativbranche. Nach ihrer Rückkehr nach London setzte sie ihr Studium im Modedesign am renommierten Central St. Martin's College of Fashion fort und festigte damit ihren Weg abseits der traditionellen königlichen Pflichten, die ihre Eltern möglicherweise einst für sie vorgesehen hatten. Zu dieser Zeit fragten sich ihre Eltern, obwohl sie stolz auf ihre Leistungen waren, wann Theodora wohl einen Ehemann auswählen würde. Diese Neugier wird in der Biografie Gannemarie, die letzte Königin, erwähnt, die den Kontrast zwischen Theodoras modernem Lebensstil und der traditionelleren frühen Heirat ihrer Mutter hervorhebt. Königin Gannemarie heiratete schließlich mit 18 Jahren und hatte mit 23 bereits 3 Kinder. Die veränderten Zeiten und das Fehlen eines Throns für Konstantin bedeuteten jedoch, dass die Dringlichkeit rund um Theodoras Heirat weniger ausgeprägt war. Es dauerte schließlich bis zu ihrem 36. Lebensjahr, bis Theodora ihren Eltern ihren Verlobten, den Anwalt Matthew Kuma, vorstellte. Zuvor hatte Theodora ihren Eltern eine mutige Ankündigung gemacht, sie wolle nach Los Angeles ziehen und eine Karriere als Schauspielerin verfolgen. Diese Entscheidung lag weit entfernt von dem traditionellen Weg, den ihre Eltern sich vielleicht für sie erhofft hatten, aber sie unterstützten sie dennoch, da sie erkannten, dass die Realitäten der modernen Welt einen anderen Lebensansatz erforderten. Theodoras Umzug nach Hollywood symbolisierte einen Bruch mit den königlichen Erwartungen und spiegelte den breiteren Wandel wider, wie europäische Royals sich an das moderne Leben anpassen. Trotz der Herausforderungen, in der Filmindustrie Fuß zu fassen, gelang es Theodora, kleine Rollen zu ergattern und sogar eine wiederkehrende Rolle in einer Fernsehserie für 5 Jahre zu erhalten. Auch wenn sie keinen Hollywood-Ruhm erlangte, fand sie in ihrem neuen Leben Glück und lernte in Los Angeles ihren zukünftigen Ehemann Matthew Kuma kennen. Ihre Verlobung wurde im November 2018 bekannt gegeben und markierte ein neues Kapitel in Theodoras Leben. Der Weg zu ihrer Hochzeit war lang und von Verzögerungen geprägt. Ursprünglich plante Theodora, im Sommer 2019 auf der Insel Spetses zu heiraten. Terminliche Probleme führten jedoch zu einer Verschiebung, und dann brachte die Covid-19-Pandemie die gesamte Welt zum Stillstand, was eine weitere Verschiebung erzwang. Im Jahr 2021 trat Theodora zurück, um ihrem Bruder Philippos und Nina Flor das Rampenlicht für ihre Hochzeit zu überlassen, was ihre eigene Hochzeit weiter verzögerte. Der bedeutendste Rückschlag war der Tod ihres Vaters, König Konstantin, am 10. Januar 2023. Dieser Verlust war tiefgreifend für Theodora, die ihrem Vater sehr nahe stand. Nach einer Trauerperiode wurden die Hochzeitspläne wieder aufgenommen, nun mit einer neuen Bedeutung, eine Ehrung ihres verstorbenen Vaters. Die Hochzeit wird in derselben Kathedrale stattfinden, in der auch ihre Eltern geheiratet haben, und von Erzbischof Hieronymus II., dem Primas der orthodoxen Kirche, zelebriert werden. Es wird erwartet, dass Theodoras Bruder, Prinz Paphlos, nun das Oberhaupt des griechischen Königshauses, sie zum Altar führen wird. Die Prinzessin Hatzilia Kritariotti, die Designerin des ältesten Modehauses Griechenlands, mit der Gestaltung ihres Hochzeitskleides beauftragt. Es wird erwartet, dass ihr Kleid eine starke Ähnlichkeit mit dem ihrer Mutter aufweisen wird, das diese vor 60 Jahren bei ihrer Hochzeit mit König Konstantin trug.
Die Wahl des Veranstaltungsortes, des Kleides und sogar des Zeitpunkts unterstreichen alle die tiefe Verbundenheit, die Theodora zu ihrem familiären Erbe und ihren Traditionen empfindet. Die Symbolik von Theodoras Hochzeit ist stark, nicht nur für die Königsfamilie, sondern auch für Beobachter der Königsgeschichte. Wie königliche Experten betont haben, sind die Parallelen zwischen Theodoras und Annemaries Geschichten absichtlich und bedeutsam. Theodoras starke Bindung zu ihren Eltern zeigt sich in ihrem Wunsch, sie durch ihre Hochzeitsentscheidungen zu ehren. Wie ihre Mutter hat auch Theodora zahlreiche Herausforderungen und Veränderungen durchlebt, ist jedoch ihren Wurzeln und Traditionen treu geblieben. Ihre Hochzeit, ähnlich wie die Vereinigung ihrer Eltern, repräsentiert die Kontinuität des königlichen Erbes und die Anpassungsfähigkeit dieser Traditionen in der modernen Welt. Theodoras Hochzeit wird mehr als nur ein persönlicher Meilenstein sein. Sie wird als Symbol des Respekts vor der Vergangenheit und als Feier der Gegenwart dienen. Sie zeigt, wie die Werte und Traditionen königlicher Familien fortbestehen können, selbst wenn sich das politische Umfeld verändert hat. Theodoras Reise, von einer angehenden Schauspielerin zu einer Braut in einer königlichen Zeremonie, spiegelt das feine Gleichgewicht zwischen der Annahme der Moderne und der Ehrung des Erbes wider. Abschließend sei gesagt, dass die Geschichte von Theodora von Griechenland uns daran erinnert, dass selbst in einer Welt, in der Kronen keine politische Bedeutung mehr haben, der Respekt vor dem Erbe und das Streben nach persönlicher Erfüllung zentral im Leben von Royals bleiben. Theodoras Hochzeit, die die Ereignisse der Ehe ihrer Eltern widerspiegelt, steht als Zeugnis für die dauerhafte Natur der Tradition, auch wenn sie sich den Anforderungen der modernen Welt anpasst. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie uns bei dieser Erkundung einer Familie begleitet haben, die trotz aller Veränderungen in der Welt ihren Traditionen treu bleibt. Die Geschichte von Theodora von Griechenland ist ein kraftvolles Beispiel dafür, wie Königshäuser die Komplexitäten des modernen Lebens meistern und dabei ihren Wurzeln treu bleiben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um über das Leben der Royals und ihre faszinierenden Geschichten informiert zu bleiben. Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und teilen Sie Ihre Gedanken, Ihre Meinung ist uns wichtig. Bis zum nächsten Mal.